Es scheint, als hätten wir so ziemlich vom ersten Tag an trainiert, uns im Notfall zu retten. Im Falle eines Feuers bleibt man stehen. Und wie ein Uhrwerk haben wir das Heimlichmanöver geübt. Aber was ist, wenn es kein Mensch ist? Was ist, wenn es dein Hund ist? Von der Definition von normal bis hin zur Angabe von Befehlen, die eines Tages das Leben deines Tieres retten könnten. Hier sind 5 Möglichkeiten, wie du deinen Hund im Notfall retten kannst. Lass uns loslegen. Nummer 5. Definiere normal. Man sollte meinen, dass ein Mann seinen besten Freund in- und auswendig kennt, dass ihre geliebten hündischen Gefährten ihnen so vertraut sind wie ihre eigenen Handrücken. Leider haben wir unser Wissen über unsere Haustiere ziemlich eingeschränkt. Was wir ihnen füttern, wann wir sie füttern und wann wir mit ihnen spazieren gehen. All das ist zwar wichtig, aber nicht vollständig, wenn es um die Pflege eines Hundes geht. Um dich besser um dein Haustier kümmern zu können, musst du wissen, was normal ist. Was ist normal? Es ist die richtige Größe und das richtige Gewicht für seine Rasse, die normale Körpertemperatur, die normale Atemfrequenz, der normale Puls und der normale Blutdruck. Tierhalter müssen wissen, was die normalen Vitalwerte ihres Hundes sind und wie sie sie messen können. Am wichtigsten sind jedoch der Puls und die Atemfrequenz. Dein Puls und auch der deines Hundes ist die Blutmenge, die pro Minute fließt. Sie wird in Schlägen pro Minute gemessen. Das heißt, wie oft die Kammern des Herzens das Blut in die Arterien ausstoßen. Der Puls wird in der Regel gemessen, indem du 2 deiner Zeigefinger auf die Innenseite des Mittelschenkels deines Hundes legst und dann die Schläge pro 15 Minuten registrierst und diesen Wert mit 4 multiplizierst. Die Atemfrequenz entspricht der Menge an Sauerstoff, die den Organen pro Minute zugeführt wird. Indem du die Anzahl der Ein- und Ausatmungen deines Hundes pro 15 Sekunden untersuchst und diese Zahl dann mit 4 multiplizierst. Außerdem müssen Tierhalter die Rasse ihres Tieres gut kennen. Ein Chihuahua hat andere Bedürfnisse als ein Irish Setter, der wiederum andere Bedürfnisse hat als ein Rottweiler. Nur weil sie alle Hunde sind, heißt das nicht, dass sie alle die gleichen Bedürfnisse haben. Nummer 4. Einen Tracker benutzen. Um Tierhalter des Jahres zu werden, musst du jede Bewegung deines Tieres aufzeichnen. Sein Schlafverhalten, seine Erleichterung und jede Veränderung in seinem Verhalten. Im Grunde musst du immer auf der Hut sein, wenn es darum geht, dich um dein Haustier zu kümmern. Zum Glück haben andere Tiere eine ziemlich standardisierte Lebensweise. Sie müssen nicht aufstehen und arbeiten. Sie müssen sich nicht um die Wirtschaft kümmern. Meistens stehen sie nur auf. Spielen, essen etwas und gehen dann wieder ins Bett. Der Nachteil ist jedoch, dass wir nicht direkt mit unseren Haustieren kommunizieren können. Was wäre zum Beispiel, wenn dein Haustier etwas Scharfes in seiner Pfote klemmt und das es nicht allein herausbekommt? Wenn dein Haustier nicht in der Lage ist, deine Aufmerksamkeit auf den Gegenstand zu lenken, musst du mit ihm Scharade spielen, um herauszufinden, was es den ganzen Tag über zum Heulen gebracht hat. Hunde kommunizieren mit Lauten. Leider gibt es für diese Laute wenig bis keine Übersetzungen. Was können wir also tun? Behalte sie immer gut im Auge. Am einfachsten ist es, einen Tracker oder ein Tagesprotokoll zu führen. Etwas, das Muster aufzeigt. Angenommen, dein Haustier verhält sich in letzter Zeit etwas introvertiert. Vergleiche die Stimmung deines Tieres mit deinem Tracker und finde heraus, ob diese Veränderung gerade erst begonnen hat oder ob sie immer wieder auftritt. Tracker beinhalten auch Stuhlgang. Sei darauf vorbereitet. Nummer 3. Bringe ihnen Notfallkommandos bei. Hunde sind wie Schwämme. Sie saugen die Informationen auf, die du ihnen vermittelst. Du kannst deinem Hund zum Beispiel beibringen, einen Ball an seiner Nase abprallen zu lassen. Hat das einen wirklichen Sinn? Nicht wirklich. Aber es macht ihnen Spaß. Manchmal musst du deinen Haustieren aber auch Notfallkommandos beibringen können. Was sind Notfallkommandos? Sie sind eine Reihe von Kommandos, die es deinem Tier ermöglichen, eine Notsituation zu verstehen. Manche Notsituationen sind ziemlich eindeutig und ein Tier würde die Gefahr erkennen und sich defensiv verhalten. Andere Gefahren sind für Hunde jedoch viel weniger offensichtlich. Der Mensch erkennt vielleicht, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber der Hund möchte noch ein bisschen spielen. Zu den Notfallkommandos gehören komm, bleib und aus. Diese Kommandos mögen nicht viel erscheinen, aber sie könnten deinem Tier eines Tages das Leben retten. Wenn du deinem Hund zum Beispiel befiehlst, einen verdächtig aussehenden Stock loszulassen, kann ihn das davor bewahren, Ameisen in sein Maul zu bekommen. Oder wenn du deinem Hund befiehlst, zu dir zu kommen, kann es ihn davor bewahren, vor einem größeren Hund gebissen zu werden. Als Tierhalter bist du für das Wohlbefinden deines Tieres verantwortlich. Das beschränkt sich nicht nur auf Nahrung und Schlaf. Obwohl beide Elemente zweifellos entscheidend für das Wohlbefinden deines Haustiers sind,
musst du ihm beibringen, Notsituationen entweder selber zu erkennen oder dir zu folgen, wenn du es dazu aufforderst. Auch hier ist es durchaus möglich, einem Hund ein neues Kommando beizubringen. Du kannst einem Hund in jedem Alter einen neuen Trick beibringen. Alles, was du brauchst, ist Geduld und eine Handvoll Leckerlis. Nummer 2. Notfallversorgung für Haustiere. Es ist vielleicht einfacher, sich um ein Haustier zu kümmern, wenn du weißt, dass etwas nicht stimmt. Du kannst zum Beispiel den Ernst der Lage besser einschätzen, wenn dein Tier schon eine Weile jammert. Ein Biss oder ein Fremdkörper in den Pfoten sind zwar kein schöner Anblick, stellen aber keine unmittelbare Bedrohung dar. Was wäre eine unmittelbare Bedrohung? Ersticken, Krampfanfälle, Ohnmacht und Hitzeschläge, um nur einige zu nennen. Wenn dein Haustier erstickt, hat es wahrscheinlich etwas in der Luftröhre stecken und versucht, den Gegenstand aus eigener Kraft zu entfernen. Dazu braucht es aber deine Hilfe. Das Heimlichmanöver ist bei Hunden genauso effektiv wie bei Menschen. Obwohl die Methode in einigen Punkten verändert wurde, um sich besser an den Körper des Hundes anzupassen, bleibt sie weitgehend gleich. Das bedeutet, dass du eine Hand in die andere legst und dich deinem Tier von hinten näherst. Lege deine Arme um das Tier, sodass du seine Rippen nach oben drückst. Eine andere Methode, die üblicherweise bei Kleinkindern angewandt wird, besteht darin, sie auf den Rücken zu legen und dreimal auf den Rücken zu klopfen, um sicherzugehen, dass sie den Gegenstand ausgestoßen haben. Um sicherzugehen, dass der Gegenstand entfernt wurde, solltest du nicht nur darauf achten, dass dein Tier aufhört zu husten, sondern auch, dass der Gegenstand physisch aus dem Körper deines Tieres verschwunden ist. In jedem Fall musst du deinen Hund zu einem Tierarzt bringen, nachdem die unmittelbare Gefahr behoben wurde. Es gibt ein paar Tierkliniken, die den ganzen Tag über geöffnet haben. Diese Kliniken haben wechselnde Mitarbeiter, die morgens, abends und nachts in der Klinik bleiben. Nicht alle Tierkliniken in deiner Nähe sind rund um die Uhr geöffnet. Eine der Notrufnummern an deinem Kühlschrank muss neben der Feuerwehr und der Polizei auch die Nummer des tierärztlichen Notdienstes sein. Dein Haustier sieht dich als seinen Versorger und Betreuer an. Enttäusche sie nicht, indem du deine Fähigkeiten nicht beherrschst. Versuche, so viele Kurse und Lehrgänge wie möglich zu besuchen, um die Notfallbehandlung deines Tieres besser zu verstehen. Nummer 1. Erste-Hilfe-Kästen bereithalten. Du solltest immer zwei Erste-Hilfe-Kästen bei dir zu Hause haben. Einen für dich und einen für deinen Hund. Der Erste-Hilfe-Kasten für dich enthält das Nötigste, Verbände, Nadeln und so weiter. Der Erste-Hilfe-Kasten für dein Haustier enthält zusätzliche Ausrüstung, wie Medikamente gegen Vergiftungen, spezielle Verbände und verschiedene andere Produkte. Wenn du für deinen Hund mehr tun willst als nur das, wer würde das nicht wollen? Du könntest auch darüber nachdenken, eine Notfallausrüstung für dein Haustier zusammenzustellen. Das Zentrum für Krankheitsprävention und Katastrophenmanagement empfiehlt Notfallsets, die Futter, Decken und Maulkörbe für deine Hunde enthalten. Aktualisiere diese Kits regelmäßig mit den neuesten Innovationen in der häuslichen Gesundheitspflege und achte darauf, dass das Verfallsdatum dieser Gegenstände nicht überschritten wird. Dein Haustier kann nicht unterscheiden, was nahrhaft für ihn ist und was ihn vergiften würde. Sie erwarten von ihren Tierhaltern, dass sie sich um diese Dinge kümmern. Und das ist auch gut so. Tierhalter sind auch nur Menschen, was in diesem Fall keine Entschuldigung für Nachlässigkeit ist. Du musst in der Lage sein, zu unterscheiden, was notwendig ist und was nicht, um deinem Tier die bestmögliche Pflege anzubieten. Was würdest du in die Hausapotheke deines Hundes packen? Weißt du, wie du den Puls und die Atemfrequenz deines Hundes überprüfen kannst? Musstest du schon einmal eine Herz-Lungen-Wiederbelebung bei deinem Tier durchführen? Wir würden uns freuen, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du mehr über Haustiere erfahren möchtest, abonniere die Wundersamen jetzt gleich. Bis zum nächsten Mal.